Spiel, Spaß und Action in St. Barbara. Im Ortsteil Wartberg gibt es nun einen neuen, coolen Jugendpark. Mit Parkouring, Pumptrack und vielem mehr. Zwei alte, nicht mehr benutzte Tennisplätze mussten zu diesem Zweck weichen und bieten nun den perfekten Raum für die Jugend des Ortes, um sich auszutoben. Entstanden ist das Ganze auf Initiative der Jugendlichen selbst. Es hat vor 2 Jahren begonnen, da sind so 10, 12 Jugendliche im Alter von 10 Jahren zu mir gekommen, mit einem Brief, mit Unterschriften gesammelt, die den Wunsch geäußert haben, mei, können wir nicht einen Skaterpark machen oder einen Platz, wo wir uns bewegen können. Wir haben das dann gemeinsam mit Fratz Graz in die Hand genommen, haben die Jugendlichen eingeladen, haben den Jugendgemeinderat hinzugezogen und somit ist der Park entstanden und er ist eigentlich genau so, wie es in die Jugend gewünscht hat, auch umgesetzt worden und gebaut worden. Damals hat sich bei den größeren Kindern, jungen Jugendlichen so herauskristallisiert, sie wollen Parcours machen. Das findet man jetzt da wieder und ein großer Wunsch war sozusagen auch von den Skatern und früher zu unserer Zeit hat man noch BMX fahren gesagt, jetzt sagt man ja Pumptrack dazu. Das ist sozusagen diese Anlage da hier, wo man ja pumpen muss, damit man mit dem Roller, mit dem Rad dann immer schneller wird und auch seine Kunststücke machen. Investiert wurden 145.000 Euro. 87.000 Euro kamen vom Land Steiermark. Und Landtagspräsidentin Gabriele Kollar brachte zur Einweihung einen Baum und auch Geschenke für die Jugendlichen mit. Das größte Geschenk für die Kids ist allerdings der Park selbst. Und der erfreut sich bereits am Eröffnungstag großer Beliebtheit. Spiel, Spaß und Action in St. Barbara. Im Ortsteil Wartberg gibt es nun einen neuen, coolen Jugendpark. Mit Parkouring, Pumptrack und vielem mehr. Zwei alte, nicht mehr benutzte Tennisplätze mussten zu diesem Zweck weichen und bieten nun den perfekten Raum für die Jugend des Ortes, um sich auszutoben. Entstanden ist das Ganze auf Initiative der Jugendlichen selbst. Es hat vor 2 Jahren begonnen, da sind so 10, 12 Jugendliche im Alter von 10 Jahren zu mir gekommen, mit einem Brief, mit Unterschriften gesammelt, die den Wunsch geäußert haben, mei, können wir nicht einen Skaterpark machen oder einen Platz, wo wir uns bewegen können. Wir haben das dann gemeinsam mit Fratz Graz in die Hand genommen, haben die Jugendlichen eingeladen, haben den Jugendgemeinderat hinzugezogen und somit ist der Park entstanden und er ist eigentlich genau so, wie es in die Jugend gewünscht hat, auch umgesetzt worden und gebaut worden. Damals hat sich bei den größeren Kindern, jungen Jugendlichen so herauskristallisiert, sie wollen Parcours machen. Das findet man jetzt da wieder und ein großer Wunsch war sozusagen auch von den Skatern und früher zu unserer Zeit hat man noch BMX fahren gesagt, jetzt sagt man ja Pumptrack dazu. Das ist sozusagen diese Anlage da hier, wo man ja pumpen muss, damit man mit dem Roller, mit dem Rad dann immer schneller wird und auch seine Kunststücke machen. Investiert wurden 145.000 Euro. 87.000 Euro kamen vom Land Steiermark. Und Landtagspräsidentin Gabriele Kollar brachte zur Einweihung einen Baum und auch Geschenke für die Jugendlichen mit. Das größte Geschenk für die Kids ist allerdings der Park selbst. Und der erfreut sich bereits am Eröffnungstag großer Beliebtheit.